Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen bei Moorheim. Ich gestehe, mir gefällt die Basis hier. Mir gefällt der grüne Stich in den Steinen. Mir gefällt es, dass hier so einigermaßen, ich beginne zu frieren, das ist nicht gut, so einigermaßen alles schön ordentlich aussieht. Und der Bett ist so eigentlich relativ hübsch, schlafen wir mal eine Runde. Und was ich heute vorhabe mit euch ist, durch die Gegend zu laufen, um uns einmal umzusehen, wie die Region aussieht, wo wir uns befinden. Und dann haben wir noch die Grabungsarbeiten vorzunehmen. Werkbank, wir können mal schauen, dass wir ein bisschen was verbessert. Leider die Bronzespitzhacke geht nicht. Das heißt, wir müssen jetzt mal schauen, dass wir erstmal ein bisschen aussortieren. Und mal kurz in die Hauptbasis noch zurück. Genau, oben halt entsprechend, das ist nochmal besseres Holz. Genau, um hier noch einigermaßen die Spitzhacke wieder in einen guten Zustand zu bringen, komme ich da rein, wunderbar. Und dann werden wir uns jetzt hier mal die Gegend anschauen. Oder vielleicht vorher noch graben. Ja, ich glaube, wir graben erstmal. So, komme ich jetzt durch? Nein. Also hätte ich eine Stunde gewartet. Dann gehen wir von der Rückseite dran. Wir haben ja auf der anderen Hauptbasis oder auf der Hauptbasis haben wir ja relativ viele Portale. Da steht ja noch ein bisschen Arbeit an, das wisst ihr. Und wie sieht es eigentlich mit Essenbestand aus? Ja, da könnten wir noch ein bisschen Fleisch mitnehmen. Dass wir da drüben bei uns in der neuen, nicht Hauptbasis, aber in der neuen Basis keine Probleme bekommen. So, und dann nehmen wir noch ein bisschen von da oben von denen mit. Marmelade ist immer gut. Da kommt ein 6er-Pack, ist okay. Gut, das sollte ausreichen. Und ja, reparieren wir mal in der Schmiede unsere Metallwerkzeuge. Sortieren wir mal den Rest wieder ein, damit das wieder seinen Platz findet. Hier haben wir keinen Platz mehr, das ist nicht gut. Und falsch hier rein. Diese Dinger kommen jetzt hier rein. Ich weiß nicht, ob wir die überhaupt noch mal brauchen werden. Ja. Oben noch mal schnell hoch. Diese Trophäe wegpacken. Die habe ich genug, ne? Diese neue, schön. Ich habe eine neue Trophäe. Honig setzen wir noch keins. Nein, machen wir nicht. Gut, aber die Pelle wollte ich noch wegpacken. Mist. Habe ich vergessen. Ja, die Laufwege sind hier ein bisschen suboptimal. Ich glaube, da können wir noch hier von denen was einschmeißen. Harz weg. Als wenn es geplant wäre. So, hier haben wir noch unsere Fälle. Nein, Fälle haben wir da hinten reingepackt. Genau. Muss man auch wieder was tun. Ich meine, Fleisch braucht man sowieso. So, noch die zwei Löwenzahn-Dinger weg. Und schauen wir mal, ob da oben noch was benötigt wird. Mit Sicherheit, genau. Nee. Habe ich noch eine? Nein, habe ich nicht. Haben wir nochmal die Aussicht raus. Genießen wir nochmal die Aussicht. Ja, die Tür müsste nach innen aufgehen. Das wäre klasse. Alla, gut. Man kann nicht alles haben. Erdbeer futtern wir noch schnell. Und wir springen, wir nehmen dann durch die Abkürzung, wie sind wir Wikinger. So, und dann gehen wir raus wieder Richtung der neuen Basis. Das hatten wir rausgestellt, ne? Genau. Auf die andere Seite. Und gleich sind wir wieder vor Ort. In der wunderschönen Basis. Uralten. Und da sind wir. Mal schauen, wie wir das noch einigermaßen integrieren. Und es regnet. Ja. Aha. Schaut euch das mal an, wie schön das geworden ist. Gut, ein bisschen Regen haben wir halt. Und wir hupsen darüber. Und werden jetzt gerade wieder ein wenig weiterhacken.
auch mal ein bisschen Abstand gewinnen. So, und das hier sollte eigentlich jeden abhalten, uns in der Basis was kaputt zu machen. Das Einzige, was wir jetzt kaputt machen werden, fällt die Trolle, wenn wir kommen, ist natürlich die entsprechende Brücke, also den Weg darüber. Aber das sieht man nicht so problematisch an, wir kommen immer irgendwie rein. Egal, wenn sie alles wieder von vornherein kaputt machen würden. So, dann wollen wir mal schauen, wie es aussieht. Sind wir schon auf der Höhe? Noch nicht ganz, nein. Ja, ziemlich steile jetzt hier, da wird nichts mehr passieren. Dass da jemand reinfallen würde, der kommt nie wieder hier raus. Nur aufpassen, dass ich nicht die linke Mauer noch abreise. Ja, es ist so schön, auf die Tiefe kommt es an. So, machen wir ein bisschen die Abstand nicht mehr sehen. Kommen wir schon rüber? Jawohl, klasse. So. In die Breite gehen wir später. Aber wir kommen ja schon hoch. Genau. Sieht mal gut aus. Jetzt bleiben wir mal hier. Es geht verhältnismäßig schnell, ne? Jeder Bauarbeiter wäre neidisch. Für die Ausdauer ist nicht so ideal. Na gut. Wenn wir Glück haben, dann können wir mit der Bronze-Spitzhacke das Ganze entsprechend machen. Let's have a look. So, gehen wir noch wieder zurück. Was, ein bisschen tiefer? Genau. Ja, da wird uns kein Troll mehr ärgern hier an der Stelle. Wenn da jeder Troll kommt und unsere Basis kaputt machen wollen, ne? Also, wir haben einfach keinen Respekt mehr vor Eigentum für die Trolle. So. Mal schon die Ecke erreicht. Ah, sieht gut aus, meine Herren. Und dann gehen wir jetzt die Richtung. Da sind dann diese Fehler obsolet. Aber was man hat, hat man. Genau. Ich habe das Gefühl, es reicht. Mhm. Dann können wir schon wieder was ändern. Gut. Und der Graben ist gleich fertig. Also wir befinden uns ja im Dunkelwald. Und da denke ich mir mal, ist eine bessere Festung immer sinnvoll. So. Wir haben gleich den Hof des Kirches erreicht, den Durchbruch. Jawohl. Drei Schläge. Eins. Zwei und drei. Voila. So sind wir. Und jetzt geht's die andere Richtung wieder machen. Jetzt sage ich mal, vor den Trollingen sind wir jetzt sicher. Es sei denn, die Clowns fallen hier rein, ne? Man soll Pech kommen, dann lassen wir sie verhungern. Na gut, wir können ein bisschen Futter reinschmeißen. Was essen eigentlich Trollinge? Trollzweige. Trolle? Nun ja. Aber das ist eine berechtigte Frage. Was essen Trollinge? Die ging ja wohl kaum. Hm, sieht jetzt aus, wenn ich hier Blatt mache. Hier. Ah, das ist noch so gut. Ne? Gut, aber das ist schon mal ein Ansatz. So, jetzt sind wir schon hier ein bisschen auf der Ebene, wo wir sagen könnten,
Ah, das ist ein bisschen flach. So, machen wir hier noch ein bisschen. Und da essen wir jetzt noch, was kann ich noch essen? Das Stückchen Fleisch. Dann sollte ich echt mal einen Antrag stellen, dass auch Fleisch nicht mehr in PC-Spielen gegessen werden darf. Wir müssen die CO2-Belastung reduzieren und die Leute sollen sich gewöhnen, dass es auch in Computerspielen kein Fleisch mehr gibt. Das nennt man übrigens Sarkasmus. So. So, jetzt machen wir ein bisschen weiter. Da rauskommen wir nachher noch. So. Ja, hier müssen wir wieder hauen, ne? Genau. Das ist aber die richtige Höhe. Ob wir es noch breiter machen, weiß ich noch nicht. Ja, wer sicher sein will, muss seine Grenzen zumachen. Und nochmal. Ja, ich habe das Gefühl, das reicht. Der Titel dieses kleinen Films wird dann lauten, wir laden ein Loch. Ja, da sind wir wieder auf einer richtigen Höhe. Hoffen wir mal. Schauen wir mal kurz mal her. Ja, sieht aus, ob es klappt. Ha, ihr Treulinge. Kommt doch. Los, kommt, haut mir jetzt. Und jetzt hier noch verpasst. Bitte, bitte, lass mich doch alle bis dahin. Ne? Ach, das hält. Fertig. Wenn wir im Schneegebiet waren, dann kann es sein, dass die Drachen kommen und Drachen fliegen einfach. Dann können wir Schaden bekommen, aber hier glaube ich nicht, dass uns noch Trolle Schmerzen bereiten können. Gut, die schmeißen ein paar Steine, ja Mann. Das werden sie machen. Das weiß ich. So. Jetzt sind wir hier und dann machen wir jetzt lieber nichts mehr. Und so schlimm besser ich das Ganze noch und warum haue ich jetzt trotzdem? Also. So. Ja, jetzt sind wir auf einer Höhe. So, jetzt haben wir keine Luft mehr. So. Meine Herren und Damen, ich schmeiße darauf hin. Unsere Basis ist jetzt Freulinge sicher. Komm ich schon hoch? Komm. So, wir haben es geschafft. So sieht das im Moment aus. Den hauen wir mal schnell weg. So, damit wir jetzt hier noch ein bisschen Linie reinbekommen, werden wir jetzt das noch ein bisschen abwäschen und hoffen, dass wir nicht reinfallen. Und was machen wir? Genau. Wir fallen rein, wir Nasen. So, essen muss ich wieder was. Und das dann wird natürlich gegrillt. Hier ist noch Holz. Ich habe noch vor, mit kleinen Holzrad voran einzulegen, eine Kiste. Mit mir im Falle eines Falles. Hier noch Kupfer, ne? Ja, ist das Kupfer? Nö. Normaler Stein. Es sind die ganze Zeit, ihr habt gesehen, die ganze Zeit kamen die Trolle und das ganze Zeug. Und jetzt kommt nichts mehr. Wo wir was gemacht haben, es ist irgendwie interessant. Das ist gemein. Die haben gewusst, dass wir jetzt hier unsere Festung befestigen. So, eigentlich, wenn man jetzt mal so drüber nachdenkt, das ist der einzige Weg, da kommen die von da hoch, mir auch. Sollte normalerweise natürlich auch ebenerdig sein.
eine Treppe könnten wir das bauen, aber ey, halt mal meine Pfeifler. So einfach wollen wir den Typen das auch nicht machen. So, und mal gucken, wie der jetzt reagiert, wenn ich hier reingehe. Tür zu. Er wird wahrscheinlich an die Mauer hauen. Na, und jetzt, na, was habe ich euch gesagt? Der wirft Steine. So, das ist ein Einsatz. Der wirft jetzt gleich keine Steine mehr. Und noch ein Schuss. Der Autofeiger. Zack. So, was macht der? Komm, und spring rein. Also, hast du... Oh, jetzt ist er drin. Aha, und jetzt? Schätze, und jetzt? Ja, da guckst du. Und jetzt reinspringen. Ich wollte mal schauen, was er jetzt macht da unten. Er läuft da rum. Kommt er da irgendwie raus? Ja, natürlich toll. Und tschüss. So, und jetzt haben wir ihn. Und nochmal. Kann mal jemand sagen, warum die Spielpacke nehmen? So, dann kam also hier raus. Gut, das ist nicht so schlimm. Ich kann ja raus noch. Ne? Ich soll mich nur in Ruhe lassen. So, kann man noch ein bisschen hauen? Ja, meine. Wir machen mal nichts. Nein. Aber dann machen wir ein bisschen hier die Breite noch. Ne? Weil das ist schon ein bisschen enger. Und solange die Spitzhacken noch funktioniert, zacken wir noch. Oder so. Genau so machen wir es. Mal schauen, ob das noch durchgeht. Essen mit brauchen wir nicht. Nee, brauchen wir nicht. Oh, wir müssen die Basis noch ein bisschen wieder, die Brücke noch reparieren. So, und da auch nochmal. Als versucht das reicht genau, als wenn wir es abgezählt hätten. Seht ihr das? Als wenn wir es abgezählt hätten. Dann kommen wir hier nochmal drauf. Und hier noch ein bisschen Blättle. Eigentlich könnte man hier unten unter Erde vielleicht ein Loch graben und eine Höhle machen. So was auch immer. Damit man eine Höhle hat. Genau. Eben bleibt man dabei. Dann schiebt man das darüber. So, dann hauen wir hier auch nochmal weg. Meine Herren und Damen, ich melde. Genau, bitte macht das einen hier. Ne, das war. Unser Kram ist fertig. So, das heißt jetzt im Moment wird uns außer hier, dass uns hier jemand stören würde, nichts mehr passieren. Haben die doch was kaputt gemacht? Da oben ist sowas. Und doch an der Seite haben sie was. Das steht, dann machen wir das nochmal weg. So, und dann das können sie uns an der Mitte stören. So. Entschuldigung. Ja, dann brauchen wir eigentlich... Aha. Das war knapp. Eigentlich brauchen wir das jetzt nicht mehr, ne? Nö, brauchen wir nicht. Und da wir eh Holz brauchen, oder brauchen, genau, brauchen wir nicht. So, drei. Dass der Handwerkstation fehlt. Datensicherung. Sieht so aus. So, kann ich das Holz mitnehmen? Ja. Sieht zwar gut aus, aber wir brauchen es nicht mehr. So, was ich auf jeden Fall haben möchte, ist hier vorne hier so eine Grundschutz, ne? Dass man hier, genau, vielleicht hier auch noch eine Palisade baut. Ja, ich habe keine Werkbank. Aber das ist ja bei der Quantität von Holz kein Problem. Dass man hier vielleicht noch so eine kleine Schutzmaßnahme macht. Falscher Knopf. So, erstmal hier. Ja, genau. Hier noch so eine. Ist kein Holz. Ich habe doch Holz geholt, oder? Wo ist denn das ganze Holz verschwunden hier?
wegen das Holz. Wir haben das ganze Holz hier abgemacht. Bin ich narrisch? Was da haben wir? Das Holz ist verschwunden. Der dritte Bug, den ich hier erlebt habe. Das ganze Holz ist weg. Genau. Interessant. Jetzt habe ich gemeint, ich habe das ganze Holz aufgesammelt, aber dem ist anscheinend nicht so. Und dann, wir werden es überleben, holen wir noch ein bisschen Kernholz dazu. Oh, essenmäßig müssen wir was tun. Genau, Kernholz. Brauchen noch normales Holz. Blaubeeren brauchen wir auch. So. Da haben wir auch noch Holz, das dürfte. Ja, beides sein, Kern und normales Holz. Hier unten drunter ist das Meer. Ja, und das heißt wahrscheinlich ist hier alles Küstengebiet. Weil da vorne scheint es Sumpfland zu sein, das ist gut. Weil wir ja später noch da rein wollten. Und hier ist die Höhle von dem Kameraden Woll. Da gehen wir mal rein und wollen uns genau mal damit beschäftigen, den Troll vor Ort zu besuchen, dann sollte es eigentlich nicht mehr der Fall sein, dass sie spawnen. Schauen wir mal. So. Haben wir uns hier so noch eine kleine Band hin. Weil wir erst wollen uns mal mit den Culture beschäftigen. Du bekommst auch einen Aspekt. So. Dann haben wir das. Genau. Haben wir hier auf der Seite auch noch eine Mauer hin, also so ein geht das? Oh, na, kommt die blöd aus, ne? Halt so rum. Und ja, und dann setzen wir den Eingang ein bisschen hier hin und schauen wir mal, ob wir vielleicht hier noch ein bisschen optisch in so ein Rundholz reinsetzen können. So, Hammer. So. Nee, das wird natürlich länger. Wenn wir erst so eine erst das Zweier machen. So, dann hängt das nicht so in der Luft, ne? So. Schon mal ein bisschen besser, würde ich sagen. Ja, genau. Das machen wir hier genauso. Holz nehmen wir wieder auf und hauen jetzt noch so einen daran. Das haben wir hier gemacht, so, ne? Oder haben wir das nicht gemacht hier? Und dann nochmal, wo da ist ja schon einer. Doppelt gemoppelt Heckfässer. Und jetzt noch genau den hier vorne dran und vielleicht noch hier so. Na gut, das passt schon. Und gucken wir mal, ob wir hier vielleicht noch ein Zweier drunter bekommen. Genau, das schaffen wir. Wunderschön. Und dann setzen wir noch einen hier so quer. Ja, den brauchen wir nicht. So, das heißt aber auf jeden Fall, wir nehmen das noch mit rein, machen den Basis weg und sind jetzt gerade im Moment traurig, dass wir keine Spitzhacke haben. Jetzt hätte ich noch ein bisschen, genau, ein bisschen Kupfer geholt. So, jetzt holen wir noch normales Holz. Ich habe das Gefühl, da hinten bekommen wir wieder Besuch. Das gesehen, dass das ein Schamane ist, oder war das nur, ja genau, ein Berserk, ne, Schamane, natürlich. Die Schamane. Der hat Mundgeruch, seht ihr das? Der hat grünen Mundgeruch. So, und dann wollen wir mal den hauen. Ja, und dann sollte man natürlich den Hauen auch nicht den Schild hauen, sondern mit der Waffe hauen.
da. Und mal sehen, ob der geht mir auf die Nerven schon mal. Ja, und jetzt nochmal. Das wird müßig. Und jetzt ist er wieder beim Spritze, der Sack. Und jetzt geht's über drei. So. Du hattest deine Chance genutzt. Du hast sie nicht genutzt. Mein Kampf mit dem Schamanen. Komm, ich bin das vor einer. Der ist ein ganz schön dickköpfig hier. Also. Gut, nichts passiert. So, noch ein bisschen Holz. Und dann ist die Basis so weit fertig. Und dass wir uns hier wohlfühlen werden. Bitte. So, dann haben wir noch ein bisschen Holz hier. Platz haben wir auch, haben wir noch. Ich möchte dann vorbereitet sein, falls ein Troll kommt, und dann haben wir den Troll schon bei uns. Und genau das wollte ich vermeiden, dass uns ein Troll besucht. So, dann gehen wir mal in die Basis zurück und schauen wir mal, wie der reagiert. Kommt der? Ah, warte, vielleicht läuft er gar nicht zu uns. Wir werden es sehen. Wir gehen mal ganz gemütlich in unsere Hütte rein, wenn wir hier hochkommen. Noch kommt er nicht. Gut, passieren kann uns hier wenig. Was macht er? Wenn ich ihn jetzt schieße, kommt er hier rüber. Komme ich hoch? Ja. Mal schauen, da ist er wieder weg. Schade. Schade in Anführungszeichen. Okay, dann setzen wir hier noch so ein paar Querbalken dran. Zur Stabilisierung, geht das? Ja, die passen nicht da oben hin, ne? Da habe ich ja schon welche. Na jo, haben wir schon. Gut, dann setzen wir jetzt noch ein paar höhere Pfosten. Lass mal hier auch nochmal so eine... Komm, ich mal das Tür zu. So. Kann man hier noch was machen? Ja, wir werden jetzt noch ein bisschen optisch was tun. Wir werden jetzt hier... genau, hier... Einer... Ja, so eine Art von... Halt Hochkant, Fensterrahmen bauen. Genau, sieht gut aus, ne? Wobei das natürlich ein sehr interessanter Fensterraum ist. Der ist ein bisschen tief. So. Und besser. So, hier haben wir schon Kernbalkenholz dran. Wie viel von denen haben wir denn eigentlich noch dabei? Ja, nicht mehr so viel. War noch eine Idee, ob wir mal schauen, ob das hier so funktioniert. Ja, dann machen wir unten noch eine Stabilität rein. Das ist ein bisschen, ja, auch Kosmetik, ne? So, ne, da musst du auch weggehen, du Nasebär. Komm ich da dran? Ja, ah, wir haben ihn. Ne? So, was ist hier los? Mal kurz so eine kleine Leiter hin und freuen uns, dass der sich ärgert. Na, anders? Ja, das ist noch ein bisschen blöd, weil er ist hier mit im Moment. Hat er das so? Ah, genau, das wollte ich nicht machen. Das habt ihr gesehen. So hoch. Das ist so knapp, ne? Ich will nicht frieren. So, kurz da hochspringen. Ja, komm. Machen wir die Beine hin. So, und jetzt hoch. Jetzt müsste es gehen. Schauen wir mal, ob ich den schießen kann. Genau, jetzt geht's. Das seid ihr mitten hier so, ne? So, noch ein Schuss und er ist weg. Und tschüss, mach die Kamera. Noch nicht. Ah.
Alle Hauptplan noch einer. Ja, endlich. Wäre ja die Frage, ob man jetzt, wenn man das noch abschützen könnte, dass man hier so eine kleine Laufweg bauen. Das Problem wird aber sein, dass wir im Falle des Balles hier im Winter, wenn es regnet, dass die Dinger kaputt gehen. Gut. Schauen wir mal. Vielleicht, wenn wir eine Steinmenschen haben, einen Steinmetz, dass wir hier, ja, das wäre noch eine Idee, wenn der Steinmetz da ist, dass wir da was in der Richtung tun. Gut, das kommt hier rein. Das haben wir drei Stück. Das. Und die Steine haben wir rechts. So, dann haben wir das hier dabei. Und für Essen haben wir auch noch was. Ja, da werden wir jetzt gucken, dass man hier vielleicht... Ja, Licht brauchen wir hier keins, ne? Das seht ihr. Ja, das wäre interessant. Zum Beispiel kann ich schon... Was brauche ich? 10 Feuersteine. Ja, dass wir hier so langsam die Basis ausweiten, wobei natürlich hier im Boden nicht nichts machen kann. Das ist klar. Fenster haben wir drin. Da haben wir jetzt hier schon so einen kleinen Rahmen eingebaut. Das heißt, hier habe ich auch schon Rahmen hier oben drin. Das heißt, wir brauchen noch ein bisschen Kernholz. Ja, die Tür muss man aufmachen, du Nase. So. Mal schauen. So. Den haben wir jetzt auch beschädigt. Den haben wir oben. Baumstamm da liegen. Danke. Was haben wir hier noch? Oh, das ist heute alles kaputt gegangen. Das ist gut. Brauchen wir nicht so Hacker. Dann holen wir uns ab. Ne? So, dann gucken wir mal, dass wir vielleicht 2 auf einen Schlag bekommen. Das haben wir auch noch. Die Karotte nehmen wir auch nochmal mit. Der Troll macht mir noch Sorgen da vorne in der Höhle. Ja, da gibt es einen kleinen Trick. Man kann reingehen, auf ihn schießen und dann, wenn er sich bewegt, raus und dann wieder rein und raus. So 4-5 Mal muss man rechnen, dann hat man es geschafft. Da ist zum Beispiel der Troll, den ich eben erwähnt habe. Siehst du, man soll von Trolls eigentlich nicht reden, und die kommen dann gleich angerannt. Und ich habe natürlich keine Ausdauer und dementsprechend werde ich ja Gott sei Dank noch reinkommen. Tschüss! Er wird jetzt wahrscheinlich auf meiner Basis rumhauen. Was macht er? Genau. Aber ich kann dem jetzt mal auf die Nase geben. Was habe ich euch gesagt? So ein unsympathischer Teil. Ist dir klar, Troll, was das für eine Arbeit war, die ich da hatte? Ist dir das klar, das Ganze aufzubauen? Du Schweinetroll. Dafür kriegst du da der Kopf zu können. Dann haut doch drauf. So, dann nehmen wir wieder die Anfeile. Dass sich schön lohnt. So, das hast du jetzt davon. Du Sack. Und bloß in der Idee jetzt abzuhauen, du Troll. Nee, hat mich nicht erwischt. Also, sicher ist, unsere Basis ist out of order, beziehungsweise der Übergang vorbei. Genau, eigentlich viel passiert, stellt sich die Grundfrage, ob man überhaupt einen Übergang braucht, ne? Aber ein anderes Thema. Da unten ist auch noch viel drin. So. Aber der hat unser Tor auch kaputt gemacht. Das ist ein bisschen traurig. Wisst ihr was? Man hat jetzt einen Stolz, ne? So, Tor aufbauen.
Tor gebaut. Tor ist gebaut. Setzen wir gleich hier so einen Stabilisierungsposten dahin. Wenn's klappt. Genau. So. Dann hat sich das. So, jetzt müssen wir mal schauen, wie viel Platz wir noch haben. Ja, da ist halt schon viel drin. Und jetzt müssen wir wieder hochkommen, ne? Also gut. Hat er alles kaputt gemacht. Das heißt, das nächste, was wir machen, wir müssen die Trollhöhle zerstören. Die ganze Arbeit. So. Machen wir das folgende. Gehen wir nochmal hier rein. Mal gerade hier so ganz einfach. Ja, machen wir das so. Dann bauen wir hier eine ganz einfache Plattform auf die wir drauf bringen können und dann kommen wir relativ schnell hoch. Genau. Und dann ist das Problem aufgelöst. Gucken wir mal, was ich noch mitnehmen kann hier. Nichts mehr. Wir sind voll. So. Gut. Das heißt, hier kann ich drüber und dann alles gut. So ein Bastard. Das war traurig. Die ganze Arbeit war weg. Ja, das ist alles so ungerecht. Ah, komm, ein bisschen Ordnung muss hin. Und den Rest holen wir uns auch noch. So. Ja. Den können wir wegmachen. Dann setzen wir hier oben noch so ein Querding dran. Und hier vorne auch noch was. Das werden wir rupse. Um jetzt dick werden. Dass nicht einbricht, ne? So. Und dann die Seite noch. Haben wir noch Platz? Genau. So, was kann ich noch verstärken? Und das war es, glaube ich, hier. Dann gehen wir wieder hoch. Aber sicher ist jetzt, dass unsere Basis treu sicher ist. Ne? Das ist ja auch schon was weg. Gut, und dann können wir jetzt hier rüber, hupsen. Problem gelöst. Jetzt kommt das noch Holz, wo kommt das her? Gut, aber. Und dann wollen wir mal gucken, dass wir mit dem Kernholz noch was tun. Ja, ja, wir haben kein Kernholz hier draußen im Wuppack. Bleibe dabei, nächstes Projekt ist die Trollhöhle zu reinigen. Klingt jetzt martialisch, ne? So, dann packen wir das nochmal hier hin. Wir können das Fenster noch fertig machen. Mehr. Jetzt die andere Seite. Da oben haben wir schon, genau. Also hier auch da noch ein bisschen Kosmetik. So. Na komm schon. Und jetzt noch einen kleinen Hoch. Bin lustig, nein, einen kleinen Hoch. Nein, nicht bald verstecken. So, und damit ist das fertig. Hier vorne. Na, Datensicherung. Da kann ich nichts mehr tun. Könnten aber noch etwas tun. Vielleicht mal schauen, wie das aussieht. Wenn ich jetzt hier noch einer. Ja. Ne, dann komme ich nämlich so gut durch, oder doch? Sieht das schöner aus? Na komm, das können wir noch entscheiden. So, dann würde ich sagen, ich wackel jetzt zurück in unsere Basis, in die Hauptbasis. Wahrscheinlich die temporäre. Und ist noch gerade was? Auch gut. Ich muss ja was essen. Warte mal, bevor wir jetzt noch was essen.
Gehen wir ein bisschen spazieren. Mal gucken, wie es dort oben aussieht. Einfach mal ein bisschen rumlaufen und unsere Gegend hier erkunden, wo wir hier angelangt sind. Oh, da haben wir jetzt schon einen kleinen Hirsch. Den nehmen wir uns noch mit. Oder auch nicht. Ah, okay, hier ist dann wieder so eine interessante Bergsituation. Das heißt, hier können wir Silber später farmen. Das nehmen wir noch mit schnell. Also hier haben wir dann Wölfe später. Eigentlich schön, wir sind doch geschützt sogar. Ja, das ist eigentlich auch unser hübsch. Wir haben hier Wasser, wir haben die Grasland haben wir jetzt keins. Aber wenn ich jetzt hier hochkrabbeln kann, werde ich frieren. Das möchte ich jetzt gerade vermeiden. Wir haben ein bisschen Kupfer in der Nähe. Dann wollen wir gerade den Weg hier ablaufen. Ein Krautzwerg natürlich. Schlägt schon fast blind, man sieht nichts mehr. Die Pfanne nehmen wir noch mit. Ja. Oh, was ist denn das schon wieder aus der Ecke? Ja, wo kommst du her? Ja. Ja, ich könnte jetzt auch dein Schild nehmen. Du wirst gleich zum Püree, weil man ist hier so eine Basis. Das ist halt die Frage, ob ich da rein kann, denn es ist schon Schneegebiet. Oh je. Da ist ein Bonest. Komm, ja, nimm jetzt auf das Schild. Ah, Schamane. So, wenn wir gerade noch weg hier, den hier hoch, wird mal wieder eine längere Folge, wie es aussieht. Und was passiert, wenn ich hier reingehe? Noch wo nichts, die Tür machen wir mal zu, hier ist nichts. Gut, wir können aber hier rauskrabbeln, ne? Komm mal raus. So. Gut, dann wissen wir, dass wir hier nichts haben, außer Holz. Und da vorne ist noch so ein möglicher Grauding da. Oh. Ein Grauding. Ich muss mir sagen, dass ich das beim nächsten Mal bringe ich eine Pizza mit. Und hier oben ist auch noch so eine kleine Mini-Festung. Schauen wir uns auch schnell noch an. Könnt ihr bitte auch hier mit Steinen auf mich zu werfen? Tut doch weh. Ich will nicht erfrieren. Da habe ich euch das gesagt. Das ist genau das, was nicht so gut ist. Das heißt, ich muss auf den Schnee raus. So, und damit ist das Problem gelöst. Ja, wir müssen nur Gefriertrank. Gefriertrank? Genau, machen. Einfach einen Gefrierschrank. Oh, Kupfer. Kupfer, juhu. Wenn wir gleich schon markieren. Das scheint eine Halbinsel zu sein. Ja, scheint wirklich eine Halbwelt, ein bisschen oben aussieht. Ich vermute mal, dass da Wasser ist. Machen wir hier runter. So. Machen wir auch noch mit. Ja. Das ist noch einigermaßen fit. Ja, hier haben wir auch noch so eine kleine. Oh, da war ich schon, ne? Ah, gleich mal ein bisschen Essen hier holen noch. Schöne Waldgegend. Hier haben wir auch Kupfer, das heißt hier von. Hier muss der Schmelzen hin, fertig. So, genau. Ist schon markiert? Nein. Guck mal, ihr wollt Halbinsel. Eindeutig. Und so, da unten war ich auch noch mit drin, oder? Nee. Die Wahrscheinlichkeit ist gleich null. Aber innen ist niemand.
Also Halbinsel eindeutig. Der Einzige, wo stört, ist, oder das Einzige, wo stört, ist die Gräuel, ja, und die da rumlaufen. Aber das Problem haben wir erkannt und können das natürlich auch lösen. So, geh noch runter. Das wird eine Ecke, die uns so sein wird hier. So fühlt sich nicht länger ausgeruht. Das heißt, ich muss wieder das Kaffee haben. Ja, hier kann man schon schnell in den Zug rein. Okay, wollen wir es mal auf der Bröselampe anschauen. Das heißt, hier oben, da wird wahrscheinlich auch Wasser sein. Oder der Berg zieht sich hier weiter. Mal schauen, was hier noch ist. Gut. Jetzt geht's Richtung Heimat. Ups. Na Gott. So. Selbst ein Wikinger kann einen Baum nicht mit der Faust von dieser Erde tilgen. Vielleicht hätte man Stream auch eine Stunde oder drei, vier Stunden konstant. So, auf geht's. Ja, Valheim spielen. Ganzes Stream. Eigentlich eine gute Idee, mal was Neues. Ja, die haben wir. So, dann gehen wir zurück in die Basis. Und vorne ist die Hütte. Sicher ist der Troll, kann uns jetzt nichts mehr kaputt machen. Ist der Troll. Ich bin hier überlegen. Der Baumstamm, der Sand, der ist so im Boden versunken. Der kommt dran. Haben wir. So, und dann geht es jetzt Richtung Heimat. Schade, den Hirsch hätte ich gerne noch mitgenommen. Ah, warum eigentlich nicht? Den Klimmer. Zweier, schade. Ach, hätte ich den falschen zuerst ausgesucht, ne? Richten, den brauchen wir später für das gewisse Art von Kochen. Oh, wir Hirschfell. Wir haben keinen Platz für Inventur, was brauchen wir nicht? Eine. Harz hätten wir auch nicht gebraucht. Habe ich schon wieder was gehört? Ah, du Freuling, weißt du was, dich lasse ich leben. Wenn du schon so einsam und verlassen da rumsitzt. Und dann hupfen wir mal darüber. Du kannst dich schützen, gell? Aha. So. Gut, dann wollen wir mal schauen, ob ich dir so weh machen kann. Voilà, und noch einer. Da bist du out of order. Tschüss. So, ach, Schande, ich kann ja nicht. So, und kann ich eigentlich hier noch einen Querbalken drüber machen? Ja. Ehrlich. Jetzt müsste eigentlich das Tor auch geschützt sein. Ja, jetzt dürfte da nichts mehr passieren. Gucken wir mal. Nee, dürfte eigentlich nicht. Aber was habe ich denn eigentlich hier unten noch gemacht? Normales Holz runtergesetzt? Dann setzen wir das auch noch hier drunter. Ne, ihr nicht, weil da die Tür ist. Und da fällt mir ein, hier muss auch noch eine rein. Wir haben ja auch noch ein Fenster. Das Fenster muss sollte auch noch einigermaßen ein bisschen, na ja gut, wird aber ein bisschen knapp werden. Die kleinen Teile da rein. Na, das macht hier keinen Sinn, hier machen wir nur in Zweier rein. Gut, ich könnte das halb hoch machen. Wie sieht das dann aus? Wenn ich hier so ein halbes reinsetze und so ein Zweier. Hier ein Zweier. Ja, das geht. Halt, und dann, man muss nur Lösungen versuchen zu finden. Ja.
keine kleineren mehr, schade. So ein normaler Holzvorstehende. Das sieht nicht gut aus. Was man sagt, das sieht besser aus, ne? Wenn man so anschaut, ja. Hiermit entschieden, dass es besser aussieht. Wenn wir noch was gucken, wie kann man da zwei ransetzen? Ja, so ein Blockhaus-Charakter. Auch erledigt. Ja, ist okay, ne? Machen wir das hier auf. Setzen hier noch ein Zweier rein. So ein Zweier. Und einen Balken des Queres. Voila. Und schauen wir mal hier rein, ob ich die Bilanz mal die Idee wäre. Das Spiel ist das du, das ist klasse. Dann könnte ich vielleicht, wie sieht das aus? Warte mal. Aha. Ja, das ist eine Möglichkeit, meine Herren und Damen. Das habe ich durch die Tür schon. Dass ich hier sowas mache. Klasse. So, jetzt haben wir auch noch eine schöne optische Verstärkung. Ja, Deko muss natürlich auch noch hin. Aber was passiert, wenn ich das hier zumache? Ja, dann ist es zugemacht, ne? Gehen wir mal kurz hier rein und wärmen uns auf. So, aber auf der anderen Seite, wir wollten ja noch nach Hause unsere Spitzhacke. So, dann würde ich sagen, das war's für heute. Vielen Dank. Ich freue mich auf das nächste. Die Folge ist ein bisschen extrem lang geworden, aber das schaffen wir auch noch.